Was geht ab, Freunde? Philipp kennt kein Limit. Ahoi! Wie ihr seht, ist meine Bude total unaufgeräumt. Das hat den Grund, dass es morgen endlich zum Hurricane Festival 2016 geht. Endlich! Hier stehen ein paar Sachen von mir. Das ist aber nur das, was ich auf dem Rücken tragen werde. Ich habe natürlich auch noch eine Sackkarre, so wie das immer ist. Und die habe ich aber in den Keller gestellt. Ich schleppe das ja nicht alles nach oben, um das hier aufzubauen, um dann alles wieder nach unten zu schleppen. Ihr wisst, wie das läuft. Ich werde mir gleich noch ein dekadentes Glas Wein einschenken. Jetzt bin ich auf meinem Balkon und unter meiner Nachbarn. Hallo, hallo, hallo. Ich melde mich morgen wieder. Ich werde heute sehr gut schlafen und morgen geht dann der ganze Spaß los. Ich freue mich unglaublich. Mega, mega geiles Wochenende. Ciao! Yo, yo, yo und guten Morgen. Was geht ab? Philipp kennt kein Limit. Moin. Ich kann nicht schlafen. Ich kann euch mal zeigen, wie spät es ist. Ich wollte um 7 Uhr aufstehen. Es ist jetzt 5 Uhr. Ich hoffe, dass man das gesehen hat. Aber ich kann absolut gar nicht mehr pennen. Und ich glaube einfach, dass ich jetzt aufstehe und mir gleich ein richtig, richtig geiles, geiles Frühstück mache. Oh Mann. Das ist echt, als wenn man so ein kleines Kind kurz vor Heiligabend, da kann ich auch nie schlafen. Nur, dass es jetzt einfach nur um Feiern geht. Voll traurig. Naja, egal. Ihr begleitet mich ein bisschen durch den Tag. Nachher treffen wir noch Ole, wenn wir zum Zug gehen, alles Mögliche. Und ja, dann bis nachher. Das ist übrigens mein Badezimmer. Wow, oh mein Gott. Ich werde jetzt noch einen kleinen Feinschliff. Ja, einen kleinen Feinschliff werde ich noch. Was laber ich? Oh mein Gott. Ich habe hier gerade gar nichts. Wo wollte ich drauf hinaus? Einen kleinen Feinschliff werde ich noch vornehmen. Hört sich doof an, aber meine Haare sind schon wieder total lang geworden. Und es ist total warm auf dem Kopf und ich möchte eine frische Brise durch die Haare bekommen, wenn ich heute übers Festivalgelände laufe. Von daher muss ich da nochmal eben ran. Fresh. Wer sagt, da ist ja gar nichts runtergekommen, Leute. Doch, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Heftig, heftig, ich weiß. Richtig, das kann man kaum glauben, dass da runtergekommen ist. Nee, Quatsch, das sind gar nicht irgendwie meine Haare vom Kopf oder sowas. Das ist, sind die Arschhaare vom Captain Ole. Ich gehe mal eben duschen. Tschüss. Was geht ab? Ich habe mir jetzt alle meine Sachen mal umgeschnallt und bin jetzt los. Die Karre könnte leichter sein, egal. Da vorne wartet jetzt meine Bahn. Ich fahre jetzt zum Hauptbahnhof und dann zechen wir da erstmal und dann geht's los, Alter. So, ich bin beim Hauptbahnhof angelangt. Oh, ist er das? Hübsch siehst du aus, mein Schatz. Skills! Ich habe gerade überlegt, wir können noch mal ein Foto posten, weil ich habe ja Facebook auf meinem richtig geilen Handy. Ja. Und machen wir mal ein Bild. Riecht gut. Danke. Ja, hast du jetzt kein Kompliment für mich? Nee, Scheiße. Du hast doch schon was getrunken. Ja, das habe ich echt. Ja, wir sind angekommen. Ole ist da. Du bist da. Ich dachte erst, du lässt die Verabredung im letzten Moment platzen. Ja, ich habe mich im letzten Moment nochmal umentschieden. Oh, ich fahr doch nicht Hurricane. Nicht so Bock, ne? Willst du was? Ich habe hier was dabei. Ja, ich hoffe, das Ding hält, ey. Schuss. Sigi! Wie scheiße war hier? So, wo müssen wir jetzt hin? Hier, WC oder? Wir bleiben Wochenende WC. Ja. Ein paar Leute mit. Wo alle hinwollen. Schwitzvolle Lachen. Ole, wie war das, wenn du kotzen musst? Wo dann hin? Immer hier voll hier. Das ist so hoch so. Igel, Gang. Aber wo hat denn der geklappt? So, es ist mittlerweile so voll im Zug, dass wir nur noch rauslassen und nicht mehr reinlassen. Das heißt, wir fahren jetzt durch nach Schesel. Und ja, hier passiert nichts mehr. Die Pfeffi ist gleich leer und ja. Also wer aussteigen will, steigt aus, dann kommt vielleicht neue rein. Sonst seid ihr gebumst.
Scheiße. Das war zweimal genauso lustig. Wir müssen jetzt raus, wir sind in Schäden. Aussteigen war lustig, ne? So, es läuft. Hier war eben ein kleiner Stau. Aber das kriegen wir alles hin. Wir laufen gleich über die Schienen. Es wird langsam ernst. Und bei dem es richtig ernst wird, ist dieser Kollege. Fick dich! Wie scheiße hier! Was hat er gezogen? Kein Wunder, dass du dich so, how to fix your Sackkarre. Hyper professional, was hier gerade abläuft. Bricht weg. Oh. Hurricane Fake Agents on Tour. Ja. Läuft es optimal, was ist heute Nacht? Mein Schnapper verbeugt den Verdacht und macht die Beute wieder platt. Ich gebe alles auf, alles auf, alles voll und drauf. Now she's in me, always with me. I see there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the red you hide. Wir sind angekommen. Es ist super heiß, es sind 30 Grad draußen und wir haben noch keinen Sonnenschutz. Das heißt, wir haben noch keinen Pavillon aufgestellt, aber das werden wir gleich tun. Perfekt! Meiner Klinge vor deinem Gesicht. Ahoi. Ahoi. Jojo, es gibt noch wenige Leute, die chillen. Hier rein, davor. Ohne mein Schatz! Yay! Oh. Yo, yo, was geht ab? Philipp kennt kein Limit. Hurricane 2016. Yo, was geht ab, Freunde? Ich habe die Nacht echt super gut überstanden und mir geht's auch gut. Ich habe nur eine kleine Pfütze, aber bei den anderen Leuten sieht das ein ganz kleines bisschen anders aus. Und Ole, willst du hierher mit reinkommen, oder? Alles klar, ich bin sowieso komplett nass. Ja, dann komm hier mit rein, du süßer Boy. Alles klar. Schöne Grüße von der Nordsee. Endlich sind wir angekommen. Gerade ist Ebbe, aber wir gehen jetzt noch ein paar Muscheln sammeln. Gucken wir mal, ne? Alter! Ich hab eben noch gesagt, lass uns Gummistiefel anziehen. Nein, das ist voll warm. Na okay, ich hab gesagt, es ist voll warm. Junge! Du Wichser, Alter, ey! Der Stange für den Penny? Maka, guck mal, die fängt da an. Nee, scheiß auf Penny, Alter, ey. So. Eklig, ich hab Kotze im Mund. Alter, war das widerlich.